So, Leute, da bin ich wieder. Zwei Folgen rendern im Hintergrund noch. Und wir müssen gucken, machen wir einen weiteren Allgemeinmediziner, einen weiteren Dings, einen weiteren Psychologen. Aber eigentlich brauchen wir das Kubismus-Ding und das Spritzenhaus, ne? Und das ist beides zu teuer noch. Machen wir erstmal weiter und sammeln Kohle. Notfall für die Station. Ja. Vielleicht sollten wir... Unser Geld ist eh schon wieder weg. Vielleicht sollten wir sparen. Spritzenhaus benötigt. Ja. Vielleicht kriegen wir jetzt hier rasant schnell 30.000 drauf, sodass wir uns das Spritzenhaus leisten können. Mal gucken. Abrundungstherapie ist auch... Vielleicht kriegen wir rasant 60.000 drauf, dass wir das bauen können. Mal gucken. Ich habe ja das Gefühl, dass es ein bisschen dauern wird. Aber wenigstens geht das jetzt hier so ein bisschen rasanter voran. Vorname, Nachname schreibt Folgendes. Ich muss mich bei anderen Vertretern der Spezies beliebt machen. Erbitte Anweisungen. Ich persönlich finde das Essen hervorragend. Wir können das Spritzen auskaufen. Um neue Freundschaften zu schließen. Einmal im Restaurant, Spritzenhaus. Oder auch eine Einladung zum selbstgekochten Abendessen. Ja. Füllen den Magen und während der anschließenden Verdauungspause kommt man sich näher. Stellen wir erstmal einfach so hier hin. 15.900. Wir müssen ja eh die 15.850. Gerade so passt das. Uiuiuiuiui. So. Dann haben wir das schon mal. Sehr schön. Okay, wer will denn eine Weiterbildung? Der Forscher? Kann ich dich denn... nur auf externe Kosten? Was kann ich denn noch mit dir machen? Hier ist dein Tempo. Das kann jemand von uns dir beibringen. Dann machen wir das mit dem Hausmeister. Und hier ein Tempo. Das macht auch Sinn, dass du schneller bist. Ja, du auch. Weißt du was, machst du mit allen? Los, starten. Los. So, dann fehlen jetzt gleich sehr, sehr viele Leute. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ich hätte sogar noch mehr machen können. Das finde ich sehr, sehr cool. Und durch die hier Buchdinger haben wir auch gleichzeitig eine schnellere Fortschrittsgeschwindigkeit. Für die eine 100.000 nehmen wir an. Zwei Geister haben wir, glaube ich, nicht geschafft. Maximal einen. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Wir werden von einem Promi besucht. Oha, mal gucken, was wir für tolle Preise haben. Das Krankenhaus mit dem meisten Verlust, oder was? Mit der Forschung, okay, weil ich so viel Forschung betreibe. Aber die ist ja sehr eigennützig, naja. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Die sind schon gleich durch. Sehr, sehr cool. Sehr durstig und sehr gelangweilt. Habe ich zu wenig Automaten stehen. Sondermeldung. 4 von 4 Patienten geheilt mit Wasser mit müden Knochen. Das ist sehr schön. Da haben wir mal alles daraus gekriegt. Okay. Dann stellen wir mal mehr Automaten auf, hä?
Und zwar Luxusgetränke. Ja, können wir ja einmal hier hinstellen. Und einmal... Ey, sag ich keinen Platz, ne? Dann können wir es ja hier nochmal hinstellen. Und Luxus-Snacks. Und dann haben wir auch schon kein Geld mehr. Gut. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Das war Schluckauf von mir. So. Können wir hier einen Snackautomaten jetzt hinstellen. Und vielleicht schaffen wir es auch noch mit den Einnahmen, dass wir hier drüben dann gleich noch einen Snackautomaten hinballern können. Ja, da sind wir auch schon wieder ein Stück davon entfernt. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Wir haben so schön gestartet mit dem Kubismus, ne? Oh nein, die Forschung ist abgeschlossen und wir haben noch keine neue gestartet. Das ist auch kacke. Die laufen auch noch eine ganze Weile. Ich habe jetzt extra Spritzen ausgebaut und niemand geht hin, oder was? Auch sehr enttäuschend. Ja, vor der Arztpraxis stehen sie Schlange, ich sehe das. Ein bisschen mehr Tempo. Der Monat ist halt auch gleich wieder um. Hier gibt's doch gerade nichts zu forschen. Dann geht doch, bitte. So. War gerade ein Hausmeister im Spritzenhaus, was noch gar nicht verwendet wurde, glaube ich. Hier schreiten die Tage auch voran, kommt schon. Die 100.000 werden wir doch von den Einnahmen her mit hinkriegen. Habe ich hier keine... Doch, ich habe doch hier Sitzbänke. Warum sitzt denn da hinten keiner? Warum staunen die sich denn alle da vorne? Bei den 100.000 haben wir anscheinend gerade so geschafft und hier auch. Okay, da sind wir schon mal ein Stückchen wieder nach vorne gerutscht von unseren Schulden. Aber wir werden jetzt gleich wieder ordentlich nach hinten geballert werden, denke ich. Die Leute haben sich hier vorne... mir gerade schon wieder ein Rätsel, weil meine Ausgaben sind doch viel geringer als meine Einnahmen und ich mache doch Profit. Die neuen Space-Soßen. Aus einer geheimen Mixtur völlig losgelöster Gewürze. Probiert unsere neuen Space-Soßen. Einfach zum Abheben gut. Ja, Psychiatrie hat schon genug zu tun, aber mach mal. Ob das noch was wird, liebe Leute? Müde und gestresster Mitarbeiter. Durstiger. Ja. Dann geh in den Aufenthaltsraum und trinke was. Also, was soll ich denn machen? Dich füttern? An meine Brust nehmen? Noch schneller kann man es nicht machen, ne? Nee, das ist schon hohes Tempo.
Also entweder können wir es jetzt hier noch irgendwie umdrehen. Indem jetzt plötzlich durch mehrere Diagnosen und sowas. Hat sich doch entschieden zu bleiben. Oder indem ich dieses Zimmer verkaufe, weil ich glaube, das macht 80.000 oder so. Könnte man es hinkriegen, das Ruder eventuell noch rumzureißen. Was haben wir denn? 48%? Warum denn? Ach, weil hier unten noch heiß ist, oder was? Habe ich hier vielleicht sogar noch die Dings drin? Habe ich nicht. Gut. Ja, das verstehe ich. Hier sind 10.000 Minus, obwohl wir jetzt relativ mehr ins Dings gegangen sind, ins Minus. Ach, Leute, wir müssen das wahrscheinlich verkaufen. Steht hier irgendwo, welche 85.000 ist der Wert. Wir verkaufen das. Nur wenigstens ein bisschen Geld haben. Und machen Allgemeinmedizinerzimmer. Oder auch nur eins, sehe ich gerade. Vielleicht hier unten mit hin. Heizung raus. Und puh. Das Kubismus-Ding war 30.000, hieß es, ne? 35.000, das können wir uns nicht leisten. Können wir einfach nicht. Dann lasst uns einfach noch eine Arztpraxis bauen, oder? Vielleicht noch eine. Und wie teuer waren nochmal die Klimas? Waren das 100? Große Klima. Lohnt sich vielleicht hier. Und haben wir sogar das bekommen. Sehr schön. Ja, dann macht mal. Ich habe versucht, jetzt es so zu retten. Haben wir genug Ärzte für diesen ganzen Spaß? 5 Stück. 1, 2 theoretisch. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir brauchen mehr Ärzte. Wir stellen sie hier ein. Und weil wir gerade hier, dann nehmen wir mal einen teuren. So. Na dann macht mal. Frakturstation. Kann ich jetzt noch nicht. Können wir dann ja gucken, ob wir das in irgendeiner Weise schaffen. Ich würde aber das nächste auf Kubismus setzen, um ehrlich zu sein. So, Kredite. Mal immer noch 50.000 im Minus. Aber es könnte jetzt langsam unser Umschwung werden, oder? Was sagt ihr? Warten die hier alle vor Ärztezimmern? Schockschwere Not, Schocktherapie, hä? Kann man nicht gebrauchen gerade. Patienten nach Hause schicken, können wir gerade nichts machen dazu. Wir haben auch nochmal 60.000 in dem Weiterbildungszimmer drin stecken, die wir zur Not nehmen können. Können wir uns alles gerade nicht leisten. Anmerkung ans Personal. Seien Sie nicht gestresst.
Was ich aber gut finde, wir kommen jetzt langsam in die Richtung des Plus. Gegen Ende des Monats. Sogar ein Stückchen ins Plus. Wir rattern dann zwar wieder sehr hart ins Minus, aber ist ja schon mal was. Was bist du? Du bist ein Arzt, oder? Medizinstudent. Hat denn einer von meinen Leuten Allgemeinmedizin? Ja, 120, 120. Hier unten macht Pause. Kann ihr das eigentlich machen, oder? Nimm mal alle mit. Eine weitere Psychotherapie wäre wahrscheinlich mit am sinnvollsten, das dann als nächstes zu bauen. Frakturstation. Nein! Ich sehe dem entgegen, dass dieser Kredit auch bald zu Ende ist. Nein, kann ich irgendeinen Notfall kommen für Stationen, die ich schon habe? Können ja jetzt hier gerade nur zuschauen. Ah, ich bin halt am überlegen, ob ich das Weiterbildungszimmer wegballer. Dann hätten wir wieder 60.000 plus und damit 20.000, die wir in den positiven Bereich kommen würden. Und von den 20.000 könnte man einen weiteren Psychotherapeuten eventuell bauen. Wir können aber auch die Ärztezimmer so weit abreißen. Mein Gott, hau ab. Normalerweise kostet das ja nur 5.000 oder so. Und ich glaube, unsere sind halt alle 12.000. Das heißt, wir können vom Preis her zwei Ärztezimmer bauen pro stehendem Ärztezimmer. Können wir ja gleich mal gucken. Hier ist ein bestehendes. Ach, 6.000. Das wird, na gut, ist doch nicht so viel Unterschied, ne? Dann ist es ja Wumpe. Filmstar-Besuch, ja, meinetwegen. Weiterbildung ist abgeschlossen. Ach Leute, ich wollte doch wenigstens einen Stern haben und ich habe es komplett falsch wieder angegangen. Fragt, welche Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf der Erde besonders nützlich? Früher hielt ich die Fähigkeit zu lesen für überbewertet. Ich war ein vehementer Antileser. Doch nach meinem 4. Geburtstag ging mir die Leselampe auf. Wichtig ist es also, dass man dazu fähig ist, seine Meinung zu ändern. Und sonst, nun, wie meine Mutter zu sagen pflegte, sollte jeder Mensch in der Lage sein, ein primitives, seetüchtiges Floß zu bauen. Haben wir die Chirurgie zwischendurch überhaupt gebraucht? Huch. Anscheinend nicht, weil sonst würden hier ja Einnahmen stehen, oder? Ja. Wie wäre es denn, wenn wir die Chirurgie verscherbeln? Das reicht halt auch nicht, ne? 26.000. Wir rattern halt einfach immer tiefer ins Minus. Ich habe gedacht, indem wir die verschiedenen Allgemeinmediziner bauen, helfen wir halt hier weiter. Aber wahrscheinlich auch dadurch, dass ich das Personal gleichzeitig erweitert habe. Die sind aber auch schon fast weg, die Kredite, ne? Hier, Hausmeister, finde ich jetzt nicht zu viel.
Wir haben nur 3 Krankenpfleger. Das ist echt wenig. Ich stelle mir gerade die Frage, brauchen wir die ganzen Ärzte? Theoretisch schon. 3, 4, 5, 6, 7. Und wir haben ja halt nur 8, ne? Quasi einen mehr. Den habe ich extra eingestellt gehabt. Oder sie, besser gesagt. Weil ich halt dachte, die kann den anderen viel beibringen und so, wisst ihr? Oh ja, für die Chirurgie. Dann ist sie mal in Benutzung. Gerade wo ich sie noch abreißen wollte. Stellt euch mal vor, ich hätte die abgerissen. Warum sucht ihr die Toiletten hier hin? Sind sie doch. Ich hätte die abgerissen und jetzt kommt gerade jemand, der was von der Chirurgie will. Ich wäre wahrscheinlich aufgeflappt. Naja. Wie dem auch sei, liebe Leute, wir sind jetzt schon bei über 20 Minuten angekommen. Deshalb würde ich sagen, wir rutschen gleich nochmal hier, genau. Schön tief ins Minus, gucken uns hier nochmal die Auszeichnung an. Und dann lass mal den ganzen Spaß hier weiterlaufen. Sieht so aus, als hätten wir jetzt zu viele Ärztezimmer, ne? Also können wir eigentlich einen Arzt und ein Ärztezimmer weghauen. Verstehe nicht ganz, warum hier vorne so viele Leute rumrennen. Der charmsprühende Roderick Cushion, Star der Filmreihe. Bei der Diagnose sind auch so viele, obwohl ich das abgegradet habe. Ach Leute, Pixeliose können wir auch gerade nicht gebrauchen. Wie schon gesagt, wir machen eine Aufnahmepause. Ich lasse das Ganze mal ein bisschen weiterlaufen. Damit ihr hier nicht die ganze Zeit zugucken müsst, während einfach nichts passiert. Und vielleicht treffen wir uns ja gleich wieder mit plötzlich bergauf gehender Kohle oder so. Ich glaube, sobald die Kredite, hier ist ja schon einer abgezahlt, theoretisch können wir schon wieder einen aufnehmen. Also vielleicht warten wir das mal kurz ab, bis der andere Kredit jetzt auch weg ist. Wir sind ja eigentlich im Plus mit den Einnahmen. Selbst wenn wir jetzt aufnehmen, ne, wir gucken mal in der nächsten Folge. Ich schau mal, wie sich die ganze Sache entwickelt. Und dann in der nächsten Folge gucken wir, nehmen wir einen Kredit auf, machen wir irgendwas. Es würde sich ja erst richtig lohnen, wenn wir dann wirklich Frakturstationen, Kubismus, Raum hier, das Ding und so weiter bauen könnten. Wir schauen dann mal. Also dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.